Wir brauchen die Startnummer 529, wir brauchen die 565, die 725, die 810, die 735, die 534, die 218 und die 680. Zur Siegerehrung im Innenraum hier für die Getuned Buggies stehen ebenfalls Pokale und Medaillen bereit. Ja, die Punkte sind ausgerechnet. Auf geht's. Die Medaillen stehen bereit. Borica Flitzer, Erik Strusenberg, die 525, 8. Platz, 8 Punkte. Erik ist nicht da. Versuchen wir es mal mit dem 7. Platz. Crazy Racers, der Robert Vespermann mit der 565, 11 Punkte. Dann nehmen wir den 6. Platz, 14 Punkte. Rena ist das vom Team Die Kampfkeiler. Die Startnummer 725. Da kommt noch einer. Ja, die Kampfkeiler sind scheinbar auch da. Kommen wir zum 5. Platz. Michelle Sophie Holz von den Trebelebern. 29 Punkte, die Startnummer 810. Auf dem 4. Platz die Vorländer Nico Höflich. 37 Punkte, die Startnummer 735. Und dann sind wir auf dem Treppchen angekommen. Platz Nummer 3, 41 Punkte. Die Black Fighters, Philipp Nickel. Der vermeintlich stärkste Wagen im Feld. In der letzten Runde noch einmal einen Ausfall verzeichnet. Und am Ende war es Platz 3. Auf 2, ein hervorragendes Wochenende für das TNT Racing Team. Toni Grund, die Startnummer 218, 48 Punkte, der Vizetitel. Und der Sieger kommt vom Autor und gibt noch einen Trost. Es ist die Startnummer 680. Es ist Thomas Triebel. Einen riesen Applaus für den Top-Piloten. Ja, Triebel schickt den Nachwuchs zum Pokal abholen. Zeigt euch den Fans, zeigt euch dem Team, dreht euch nochmal um, zeigt euch nochmal dem Publikum. Einen riesen Applaus für den Sieger, Autohandel, Giebel und Trost, Thomas Triebel. 52 Punkte im Gesamtklassement zusammengefahren, der absolute Wahnsinn. Crazy Racers und die Winkler Flitzer.